In der heutigen Zeit ist nicht so umstritten wie der allgegenwärtige Corona-Lockdown. Immer noch ist das öffentliche Leben eingeschränkt. Viele Betriebe und Unternehmen machen keinen Umsatz mehr. Und auch generell gesehen finden es viele Menschen einfach nur ernüchternd, dass bereits seit über einem halben Jahr keine richtigen Freizeitaktivitäten mehr wahrgenommen werden können. Eigentlich sollte der Corona-Lockdown in einigen Tagen wieder aufgehoben werden, doch davor warnen jetzt namhafte Virologen und andere Wissenschaftler. Die Neuinfektionen in Deutschland sind nach wie vor auf einem konstant hohen Niveau, sodass es sehr schlecht aussieht, wenn es um den Lockdown geht. Gesundheitsminister Spahn sagte, dass zwar eine Wirkung zu erkennen ist, allerdings sei das noch nicht genug. Zitat: Das exponentielle Wachstum ist gebrochen. Wir sind uns einig, dass das nicht reicht, aber es ist gelungen. Einmal mehr. Wie es mit dem Lockdown weitergeht, bleibt abzuwarten. Von einem Weihnachten, wie wir es von den letzten Jahren kannten, können wir uns aber ganz sicher verabschieden.